Heute möchten wir Ihnen die Handhabung des Sauerstoffkonzentrators Everflow erläutern. Dieses Gerät erzeugt bis zu 5 Liter Sauerstoff die Minute. Wir beginnen einmal mit dem Hauptschalter. Direkt daneben befindet sich das Flowmeter. Dort befindet sich der Sauerstoffauslass. Wenn wir das Gerät einmal von der Seite betrachten, sehen Sie hier den Betriebsstundenzähler. Wichtig hierbei ist, die Stunden werden nur angezeigt, wenn das Gerät auch angeschaltet ist. Direkt darunter befindet sich die Seriennummer des Gerätes. Wenn wir das Gerät einmal umdrehen, sehen Sie hier das Befestigungsband für den Atemgasbefeuchter. Darunter befindet sich eine Klappe. Wenn wir die öffnen, sehen Sie hier den Anschlussschlauch für den Becher. Dieser ist entweder in der Klappe oder wird separat mitgeliefert. Das ist der Longlife-Filter. Direkt daneben sehen Sie eine Klappe, die sich leicht lösen lässt, indem Sie die 2-Halterung vorsichtig drücken. Der Schaumstoff in der Klappe dient lediglich der Schalldämpfung. Zudem sollte das Gitter einmal wöchentlich abgesaugt werden. Anschließend wird die Klappe wieder eingesetzt. Bei der Lieferung des Everflows ist folgendes Zubehör dabei. Eine Nasenbrille mit 2,10 Meter Sicherheitsschlauch, ein 7,5 Meter Sicherheitsschlauch, ein Schlauchverbinder, ein Atemgasbefeuchter, der Anschlussschlauch mit Winkeladapter für den Atemgasbefeuchter, optional eine Flasche pyrogenfreie Spüllösung und optional ein FireSafe. Im nächsten Schritt zeige ich Ihnen, wie man das Zubehör für die Inbetriebnahme des Everflows richtig anschließt. Zunächst beginnen wir mit dem Becher, wo der Deckel abgeschraubt wird. Nehmen wir uns den Anschlussschlauch, schrauben diesen an den Deckel ran. Das andere Ende wird an den Sauerstoffauslass des Konzentrators angesteckt. Der Becher wird zwischen Minimum und Maximum mit pyrogenfreier Spüllösung befüllt. Auf der Rückseite des Gerätes befindet sich die Halterung für den Atemgasbefeuchter. Diese wird gelöst, damit der Becher eingesetzt werden kann. Wichtig hierbei ist, dass der Klettverschluss nicht zu fest zugezogen wird, damit der Becher nicht beschädigt wird. Nun wird der Deckel angeschraubt. Hier ist zu beachten, dass dieser gerade sitzt und nicht verkantet. Im Anschluss nehmen wir uns den 7,5 Meter Sicherheitsschlauch, verbinden diesen mit dem Schlauchverbinder und der Nasenbrille und befestigen das andere Ende des Sicherheitsschlauchs an dem Atemgasbefeuchter. Nun ist das Zubehör richtig montiert und das Gerät ist bereit für die Inbetriebnahme. Dafür wird der Netzstecker in eine einzelne Wandsteckdose gesteckt. Bitte vermeiden Sie Verlängerungskabel. Beim Einschalten durchläuft das Gerät einen Selbsttest. Alle 3 LEDs leuchten kurz auf, bleibt die grüne Lampe an, ist der Selbsttest erfolgreich abgeschlossen. Nun wird am Flowmeter nur noch der vom Arzt verordnete Flow eingestellt und die Nasenbrille kann zur Benutzung angelegt werden. OxyCare. There's no care like OxyCare.